Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Burnage. Willkommen zu einem erneuten Road to Commander hier in Modern Warfare 2. Vielen Dank fürs Einschalten. So, bevor das eigentliche Video beginnt, wollte ich noch ein paar Informationen loswerden. Aber zum einen muss ich sagen, ich bin ziemlich gestört gerade. Ich weiß, ich bin nicht eigentlich in jenem Video. Aber in diesem Video bin ich richtig gestört, weil ich habe wirklich wenig geschlafen. Das Wetter ist einfach extrem warm. Ich glaube, ich habe mich um 2 Uhr hingelegt und bin dann eingeschlafen, nachdem ich mein Buch gelesen habe, und bin dann um 5 Uhr aufgewacht, um 5 Uhr, und es ist echt, ja, blöd, wenn man nicht so lange schlafen kann, weil man einfach irgendwie aufwacht um eine scheiß Uhrzeit, weil es einfach zu warm ist, und auch jetzt ist mir immer noch ziemlich warm. Gut, erste Information: ich habe ein neues Mikrofon mit einem integrierten Popfilter drin. Das bedeutet also, ich habe nicht mehr dieses schwarze Zeug vor mir. Dieses große, runde Ding. Diesen Popschutz meine ich. Sondern das ist schon drin hier. Deswegen, die Qualität sollte ganz cool sein, ganz gut. Weil vor allem ist das Mikrofon auch in meiner Nähe. Das heißt also, meine Stimme sollte sich ein bisschen basslastiger anhören. Zum anderen, ich habe eine neue Webcam. Das werdet ihr allerdings nicht sehen. Ich habe noch ein paar Probleme mit der. Wenn ich zumindest auf HD aufnehme, habe ich Probleme mit der, dann lägt es immer ein bisschen. Allerdings, ich werde das schon einen Weg finden irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das die beste Webcam, die es im Moment auf dem Markt gibt. Aber bitte berücksichtigt, dass es noch eine neue ist. Eine sehr, sehr neue. Und ja, genau, sie nimmt Drogen. Dann wollte ich noch sagen, ich bin bei G2A jetzt gepartnert. Also G2A ist ein Laden, eine Webseite, wo man Game Keys kaufen kann für einen günstigen Preis. Da bin ich jetzt gepartnert. Wenn ihr den Link in der Beschreibung drückt und klickt und Game Keys kaufen wollt, könnt ihr das dort tun. Bitte berücksichtigt dabei, dass ihr mich auch damit unterstützt. Und dann noch eine sehr wichtige Information. Und zwar wird das Road to Commander ab jetzt geschnitten. Das bedeutet also nicht wirklich geschnitten, aber diese Pausezeiten, die gehen mir ziemlich auf den Pisser, vor allem beim Editing. Es nervt einfach. Vor allem, ich denke auch, ich werde die Maps deinstallieren. Und genau, das werde ich auch gleich tun. Und dann würde ich sagen, dass wir auf jeden Fall, ja, loslegen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich erstmal fett geflamed werde in den Kommentaren, weil ich im Road to Commander schneide von irgendwelchen Leuten, die ein sehr langes Video sehen wollen. Aber das ist wirklich sehr umständlich, muss ich sagen. Außerdem liebe ich es, meine Videos zu schneiden. Und dann ist es natürlich perfekt, wenn ich dann, ja, Drogen nehmen kann. Und ja, mit meinem Astro bin ich hier, zu dem ich glaube im nächsten Video ein Review kommen sollte. Also kurz am Anfang nur. Ich will jetzt kein richtiges Review dazu machen, weil ich denke, ein Astro-Headset. Ja, was soll man dazu sagen? Ich kann nur kurz erklären. Ich meine, ich habe das Astro-Headset umsonst bekommen und möchte natürlich auch den Leuten, die mir das umsonst gegeben haben, ein bisschen Support bieten. Übrigens, das ist mein erstes Spiel seit langer Zeit. Na, was heißt seit langer Zeit, aber schon ziemlich lange her. Verdammt. Der ist unter mir. Nein, was? Oh, komm schon, halt deine Fresse, Alter. Nerv mich nicht, ey. Es ist so komisch, von der Farmers getötet zu werden. Man stirbt einfach so schnell. Oh Gott, ich weiß, wie zockt man das Spiel? Oh mein Gott, wie habe ich den gekillt? Ich bin der bessere Typ mit der Farmers, du Bastard. Lern spielen, Mann. Gott, diese möchte gern Farmers-Spieler, wie ich die hasse, Alter. Ich bin besser als du mit der Farmers. Versuch's doch gar nicht erst. Was ist das Problem, Alter? Verdammter Loser, ey. Ich frage mich, wo er ist gerade. Hier befindet sich auf jeden Fall jemand. Ich glaube, da oben. Oben ist einer, auf jeden Fall. Oh, da unten. Oh mein Gott, nach langer, langer Zeit. Jesus. Ich komme aber wieder gut rein, muss ich sagen. Zumindest relativ gut rein. Verdammt, ich glaube, die spawnen da hinten. Eine Predator, ich hole auch meine Predator raus. Hoffentlich killt er mich nicht. Hat er mich gekillt? Ich weiß gar nicht. Nein, hat er nicht. Aber ich habe nur einen Kill bekommen. Er hat 2 Kills. Wo bin ich? Gott, ich muss immer die Orientierung finden. So, ich denke, die müssen sich... Nein! Nein, was? Also, oh, ja, 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 geil, Mann. Erstes Spiel, Alter. Erstes Spiel nach langer Zeit. Sehr schön. So. Ich muss auch gar nicht mehr so laut schreien, damit ihr mich hört. Weil das Mikrofon ja quasi genau in meiner Nähe ist. Die Qualität sollte sehr, sehr gut sein, denke ich. Sorry, dass es heute ein bisschen ruhigeres Video ist, aber ich lade immer lieber ein entspanntes Video hoch. Als ein sehr... ja, unterhaltendvolles, genau, dieses Wort gibt's auch. So, gib mir die Payflow bitte. Ich glaube, bald müssen wir auch den Nuke dann freigeschaltet haben, was sehr, sehr schön ist. Verdammt schön, meine Freunde, verdammt schön. Hinter mir, ja, geil, nice, man, nice. Sorry, ich sollte nicht rumschreien. Ihr wollt ja meine Stimme sanft hören. Jetzt geht's los, meine Freunde, das gefällt mir.
Das gefällt mir. Ich denke auch, sobald ich das... Solange ich das Problem nicht richtig geklärt habe... Nein! Nein! Oh, so ärgerlich, Alter, mit seiner Scheiße. Ich werfe mal den Samstags dahin. Schade, leider niemand gekillt, weil ich habe die Spaß 12. Nice. Mit der kann ich Spaß haben. Oh, die Schüsse kommen zwar 2 Stunden später an, aber alles wird gut. Oh mein Gott! Oh, da müsste mal eine Semtex sein, Alter. Da müsste mal eine Semtex sein. Das war so geil. Ich wollte einfach leben, ja. So, Semtex dahin. Sehr schön. Sehr schön, meine Freunde. Nein, oh, mein Aiming ist echt nicht mehr das. Damals, oder beziehungsweise vor ein paar Tagen, ich habe jetzt ein paar Tage, brauche ich immer eine Pause von COD. Ich bin ja auch nur ein Mensch, kann ja nicht dasselbe Spiel jeden Tag spielen, das geht ja gar nicht. Deswegen produziere ich auch meistens vor, Leute, ne? Damit ich immer schön was für euch habe. Gestern konnte übrigens kein Video hochkommen. Beziehungsweise, wenn mein Video hochkommt, dann... Wenn mein Video nicht hochkommt, meine ich, verzeiht mir bitte. Aber bei mir passieren auch ziemlich viele Fehler. Vor allem, wenn mal meine Internetverbindung irgendwie nicht funktioniert oder sowas. Oder keine Ahnung, irgendwas mal wieder schief läuft, wie eigentlich immer. Bei mir muss immer irgendwas schief laufen. Gestern war zum Beispiel meine Internet-Connection einfach so weg. Wo ist er? Nein, nein! Jesus, die Gegner sind richtig schlecht. Mein Teammates aber auch leider. Aber ist ja egal, Hauptsache sie lieben sich alle. Und mein Kill wurde geklaut, Mann. Achtung, feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. So, feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Das geht uns am allen an der Arsch vorbei. Ich könnte jetzt schwören, die spawnen hier. Ich könnte schwören. Hier ist gar keiner. Ja, die spawnen auch hier. Ich höre schon Leute, glaube ich. Oder war das mein eigener Schritt? Ich habe keine Ahnung. Die müssten hier spawnen. Die müssten eigentlich. Ja, und das tun sie auch. Jesus. Was? Oh, er hat Ninja dabei gehabt. Ich brauche unbedingt auch Ninja. Unbedingt. Jesus, die Farmers. Es ist meine beste, die beste Waffe ever, Alter. Oh! Alter Schwede, wie geil, Mann. Oh, Jesus, geil. Nein! Oh Gott, wie ärgerlich aber auch. Ich liebe die Waffe. Habt ihr das gesehen? Ich liebe es mit einem Burst 2 Leute. Das ist echt nice, Mann. Das ist echt richtig geil. So, da befindet sich der Typ mit der Schrotflinte immer noch drin, ne? Was so richtig cool ist, ja, Mann. Oh, ernsthaft? Ach, der Bastard muss immer von hinten kommen, Mann. Mit dem kann man sich gar nicht verlassen. Achtung, feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Dieser Specher geht mir auch langsam auf den Pisser, ne? Mit seiner Achtung, feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Jesus, ich weiß nicht, aber über den hat sich noch nie so wirklich jemand beschwert, ne? Ich glaube, das sollte man machen. Mann, mal machen. Genau. Nein! Gott, ich sollte nicht so rumschreien. Sonst bin ich wieder übersteuert. Ich übersteuere sowieso in jedem Video, weil ich in jedem Video mindestens einmal schreie, mindestens. Und einmal ist so untertrieben. Ich schreie immer rum in meinen Videos, ist mir aufgefallen. Wow, dieser Typ. Jesus, geht nämlich auf die Nerven. Ich wollte schon gerade Huren so und sagen, aber ich habe mich nochmal zurückgehalten. Ich sag dieses Wort immer so ungern, weil es ist hier eigentlich irgendwie nur ein Spiel und dieses Wort ist so intensiv irgendwie, so Hurensohn, das ist so intensiv, habe ich so das Gefühl. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, du Pisser, Alter, verpiss dich bloß weg, Alter. Er versucht uns immer wieder zu flankieren. Wie ich den Loser hasse, den mag ich ja gar nicht, muss ich ja wirklich sagen. Eieieiei, der wird es immer wieder versuchen und ich muss echt auf ihn Auge werfen. So, wenigstens schneiden wir nicht allzu schlecht, aber ich spiele auch ein bisschen defensiver. Das liegt aber an meiner momentanen Laune. Also ich habe keine schlechte Laune oder so. Ja gut. Ey, du Pisser, kannst du dich jemand anders aussuchen, Alter? So, was habe ich für einen Score? 28-11. Das liegt nicht an meiner Laune. Es liegt eher an meinem momentanen Status. Ja, bester Spieler ever, Alter. Ja. Geil, Alter. Bester Spieler ever. Richtig nice, Mann. Ah. So, hier bin ich wieder und ich habe gerade die DLC-Packs gelöscht.
Denn ich bin sowieso froh, mal wieder die ganz normalen alten Maps zu spielen, ohne die DLCs oder so. Ich finde die, ich liebe die Maps in MW2. Das war eins der Gründe, wieso ich das Spiel so geliebt habe. Sorry, dass ich heute so ein bisschen, ja, oh Gott, ich Pisser. So ein bisschen, mir ist einfach warm, einfach extrem warm. Es ist wirklich richtig heiß. Das Ding ist, ich ziehe ja bald um und ich lebe im Moment im 7. Stock, Leute, im 7. Stock. Und da ist es halt meistens so, Jesus, der arme Typ, Alter. Der hat nur einen Blick nach draußen geworfen und ist sofort gestorben. Wo ist er? Ich sehe keinen Gegner, wo ist er? Oh Jesus, die Map, die muss man ein bisschen üben. Oh Gott, mein Aiming. Es wird heute nichts mehr, glaube ich, Alter. Nope, das wird heute nichts mehr. Nein! Oh Gott, mir ist so warm, Leute. Ich wohne im 7. Stock, das ist ein bisschen das Problem. Im 7. Stock ist es noch wärmer und es ist... Komm schon, gib mir einen Kill, danke. Es ist richtig, richtig heiß, Leute. Richtig, richtig. Ah, oh, wow. Scheiße. Ich wusste nicht mal mehr, dass das Auto explodieren kann. Hab manchmal das Gefühl, ich bin der Einzige, der sich noch so auf Winter freut. Weil... Ja, keine Ahnung. Hab das Gefühl, ich bin immer ein Sommermensch, wenn's... Dieses Jahr zum Beispiel war ich nicht einmal am See, nicht einmal. Okay, das kann man mir auch ansehen, an meiner Hautfarbe. Bin ja ziemlich... Oh Gott, komm schon. Bin ja ziemlich weiß. Was mich jetzt nicht so stört, aber blauen steht mir auf jeden Fall mehr. Und ich werde ziemlich schnell blauen. Kann ich euch auf jeden Fall sagen, sehr schnell blauen sogar. Mein Vater ist sehr, sehr braun von Natur aus, meine Mutter ist heller. Ich bin von Natur aus auch eine helle Person, aber werde halt durch die Gene meines Vaters ziemlich, ziemlich schnell braun. Also ich, wenn ich einmal im Urlaub bin, bin ich sehr, sehr braun, aber... Ich denke, die Zeit wird noch kommen, wo ich richtig auf in Urlaub fahren werde. Und Jesus, wie zum Teufel... Was? Okay, ich glaube, ich habe den Führenden gekillt, kann das sein? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Ich nehme mal die P90, ich glaube, das ist eine bessere Waffe für diese Map jetzt. Für meine momentane Situation. Ich glaube, der kommt von hier auf jeden Fall. Die kommen alle von hier. Dort meine Nippel jucken, Alter. Wie ich das hasse, wenn meine Nippel jucken. Das ist immer so scheiße, Mann, ja. Ah, mein Bein juckt. Oh Gott, ich kann mich nicht konzentrieren, Alter. Ich will meine Killstreaks bekommen. Ich campe hier gerade rum. Okay, ich denke, ich sollte mich ein bisschen mehr bewegen. Und aufpassen, dass die Carrier mich nicht killt. Das wäre nicht so schön. So, was haben wir denn hier? Okay. Da hinten ist einer. Den würde ich gerne holen, aber im Moment sehe ich da keine richtige Möglichkeit. Muss ich... Nein! Oh mein Gott, der hat die Pille verpisst. Ich nehme... Ich glaube, ich wäre gar nicht gestorben, hätte mich der Teammate nicht geblockt, Alter. So ein Motherfucker aber auch, Alter. Sorry. Oh mein Gott, der hat... Wie zum Beispiel haben die 19 zu 2, 19 zu 3. Ich habe einen 5 zu 4. Oh Jesus, ich habe so ein Pech. Jesus, Alter. Ist das scheiße gerade. Es ist einfach zu warm für mich, um zu spielen. Normalerweise würde ich mich gar nicht drüber ärgern, aber wenn sowas so ein scheiß Bastard-Teammate tut, Alter, der gehört echt ins Gefängnis, Alter. Aber manchmal das Gefühl, wie gesagt, ich bin der Einzige. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, dass ich auf Winter freue. Wie hat er einen 21-3? Wer ist das überhaupt? Pepe Lemuel, wo ist er eigentlich? Bist du das? Das ist er. Was? Wie? Ist ja Unsinn, Schwachsinn, Alter, ernsthaft. Der ist richtig schlecht, der Typ normalerweise. Der ist richtig schlecht. Sorry für das Gameplay gerade, mir ist echt heiß. Also ich kann mich auch sogar... Ich liebe einfach Winter. Weißt du, wenn Sommer ist, sage ich mir immer, ja, ich will unbedingt Winter haben. Aber wenn dann Winter ist, dann... wenn dann Sommer ist. Und wirklich, ich meine, so ein schöner, erfrischender Sommer, kann man sagen, ist wirklich was richtig Geiles. Aber so ein richtig verkackt heißer Sommer... Wo man nicht... Vorräte sind unterwegs. Oh Jesus, das war knapp. Oh Jesus. Ich gehe rein, meine Freunde, ich gehe rein. Kommt von hier auf jeden Fall. Nein! Nein! Oh Gott, bin ich sauer. Wiederhole, Predator-Drohne.
So, töten wir erstmal den Bastard hier. Ich glaube, das war sogar der, der mich gekillt hat. Keine Ahnung gerade in dem Moment, aber ist ja vollkommen egal. So ein schöner... Ah, das ist so geil, Alter. Da kann man an den See gehen. Und normalerweise trinke ich ja auch keinen Alkohol. Zumindest nicht mehr. Damals habe ich mal ein bisschen getrunken, aber nie so, dass ich besoffen wurde oder sowas. Aber so, ich liebe es, ein Bier so zu trinken, oder auch zwei, zu trinken beim Sonnenuntergang am See. Mit ein, zwei Freunden aber nur, weil ich mag es gar nicht so wirklich, wenn ich mit 10 Leuten unterwegs bin. Ich mag das gar nicht. Ich chille mal lieber mit 2, 3 Freunden, aber mehr auch nicht persönlich. Und ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, mir ist wirklich, wirklich extrem warm. Und ich weiß auch nicht, ob ich heute noch ein paar Aufnahmen machen werde, weil ich will auch irgendwie keine, sagen wir mal, keine Scheiße hochladen. Ich meine, ich habe ein 12 zu 5. Ich weiß nicht, irgendwie stört es mich auch nicht, weil... Oh, Verwähler. Ja, okay, eine Runde machen wir noch. Einige Leute sagen jetzt vielleicht, ja, die ist wahrscheinlich so warm, weil du einen Pullover an hast. Es stimmt zwar, ich habe einen Pullover an, allerdings ist er extrem dünn, der Pullover. Und in Australien wird auch ein Pullover getragen, wegen dem Sonnenbrand halt, weil, ne, in Australien ist es halt extrem warm. Und das liegt ernsthaft nicht daran. Es liegt einfach nur daran, weil ich im 7. Stock lebe. Außerdem habe ich unter dem Pullover gar nichts an, wirklich gar nichts. Ich habe nicht mehr eine Hose an, wirklich nicht. Ich habe keine Hose an, ich sitze hier in Boxershorts. Nur mal so zur Info, falls das jemand interessieren sollte. Oh Jesus, das waren Reaktionszeiten. Typisch Danny, beste Reaktionszeiten, die man jemals gesehen hat. Der Typ dachte sich wahrscheinlich, what the fuck ist das für eine, Alter? Ach Gottchen, ich hasse es, meine eigenen Schritte zu hören. Vor allem mit dem Astral-Set, was ich ja wieder von, wie gesagt, von Rocks Games bekommen habe. Hört man einfach jeden Scheiß. Wenn ihr kein, wenn ihr eure Schritte hört, dann hört ihr sie richtig, weil mit diesem Ding hört ihr wirklich jeden Scheiß, jeden Furz. Oh! Ich liebe es, Alter, ich liebe die Waffe. Okay, gib mir mal die OP. Auch Spaß. So, lass uns mal ein bisschen losrushen. Okay, der Typ ist da, der campt da gerade. Ich glaube, der erwartet... Oh Gott, Alter, hab ich ein Glück. Seht ihr das? Ich versuche mal hochzurushen. Nein! Wie hat er mich die Claymore... Ich dachte, ich kann einfach durch die Claymore loslaufen. Die Gegner sind aber auch ziemlich, ja, spektakulär, würde ich schon sagen. Irgendwie, die lassen sich sehr schwer noch killen. Wirklich, also die sind sehr, sehr hartnäckig. Ich hasse solche Gegner, die sehr, sehr hartnäckig sind. Ich denke aber auch, ich fühle mich ein bisschen schwer, muss ich sagen, in dem Moment. Mit dem Controller. Normalerweise fühlt sich der Controller in meinen Händen immer wie eine Feder an. Wirklich. Aber im Moment fühlt er sich ein bisschen schwer an. Mein Aiming ist nicht gerade... auf den besten Punkt. Ich werfe meine Semtex dahin, falls es jemand sein sollte. Meine Semtex treffen immer. Außer dieses Mal natürlich, wo ich natürlich sage, dass sie treffen. Da treffen sie nie. Nein. Oh Jesus, gefährlich. Ich glaube, der Typ hatte sogar eine Strohflinte. Ich habe eine Granate da rein. So, mal sehen, ob sich jemand umbefindet. Nope, ich denke, die Spawn... Ach, keine Ahnung, da in dem Moment. Ich wollte unbedingt noch eine Runde spielen, weil Verwähler macht immer gute Laune. Ah, ich habe keine schlechte Laune oder sowas, ne? Also, ihr müsst jetzt nicht für mich Drogen nehmen oder so. Nein! Wie habe ich ihn nicht erwischt? Dabei wusste ich, dass er von da kommt. Ich wusste es. Ich will mich auch in den Kommentaren übrigens wissen lassen. Also, wenn ihr jetzt bis jetzt geschaut habt, wahrscheinlich habt ihr schon den ersten Kommentar zu der Qualität des Mikrofons abgegeben. Deswegen könnt ihr euch ja jetzt nochmal Zeit nehmen und noch einen Kommentar schreiben. Und mir sagen, wenn so ein Tag mal ist, wo ich wirklich... Ja, wie soll ich sagen? Mich nicht in meiner höchsten Position fühle, sagen wir mal so. Das Wort ist ganz cool, denke ich. Ich denke, ihr werdet auf jeden Fall... Oh mein Gott, komm schon, du Pisser. Ihr werdet auf jeden Fall richtig glücklich auf mich sein. Ja! Happy! Glücklich! Dann lasst mich mal wissen, ob ihr trotzdem ein Video wollt oder ob ich mal einfach einen Tag aussetzen soll, weil mich persönlich stört es nicht, ein Video einen Tag auszusetzen. Ich meine... Oh, Jesus! Ich muss mich auch mich gewöhnen, meine Sachen zu Ende zu bringen, die ich anfange. Die ich sage. Meine ich. Da haben wir eine Granate dahin und eine Semtex. Nein, der Typ ist einmal an mir vorbeigelaufen, kann das sein? Ja! Der Typ läuft... Nein! Oh Gott, hätte der überlebt, würde ich mir auch denken, Alter. Was sind der für Drogen? Meine Sachen zu Ende zu sagen. Deswegen lasst mir in den Kommentaren wissen, ob ihr dann an dem Tag lieber gar kein Video sehen wollt. Oder einfach doch ein Video.
Aber ich meine, ich bin trotzdem zufrieden mit dem Video. Das ist ja kein schlechtes Video, nur weil ich mich nicht in meiner höchsten Position fühle, wenn ihr versteht, aber... Es ist dann halt auch nicht mein bestes Video, sozusagen. Oh, verdammt, ja, mit... Ach, scheiße, vielleicht hätte ich die Vector doch nicht aufsammeln sollen. Obwohl diese Waffe im Nahkampf ein Biest ist. Vor allem mit dem Ghost ist die Vector wirklich eine geile Waffe, aber... Von Ghost will ich, um ehrlich zu sein, gerade nicht reden. Weil ich keine schlechte Laune bekommen will. Oh Gott, schade. Ich mag voll gerne Marmelade. Ja, Predator-Rakete, nice. So, da unten spawnen die jetzt alle. Ich denke, hier sollten wir mich nicht sehen, hoffe ich zumindest. Na gut, lassen wir den mal. Gut, können wir erstmal den... Der Typ ist aber auch blind. Ich glaube, das war nicht das erste Mal, dass er mich so übersehen hat. Ich glaube, das war nicht mal das erste Mal. Gut, wir haben Harrier. Aktiviere ich doch mal lieber. Ich meine, wieso auch nicht? Ah, scheiße, da kann ich leider nichts gegen tun. Ich werde mal eine... Nice. So. Vorräte sind unterwegs. Gut, das warte kurz mal hier. Verdammt, die Spawn ist da hinten. Ich würde gerne meinen Payflow bekommen. Nice, danke. So, mittlerweile bekomme ich auch meine Killstreaks wesentlich effektiver. So, der Payflow wird rauskommen, wenn der Luftraum wieder frei ist. Was sehr, sehr schön ist. Nice. Aber der wird eh runtergeschossen. Bin ich mir sicher. Also hat er mich noch gekillt, ne? Ich hätte so geschrien, Leute, das könnt ihr mir glauben. Ich sterbe gleich. Ich weiß nicht, wo der Typ ist, aber ich glaube, er befindet sich oben gerade. Keine Ahnung, er war auf jeden Fall unten, war er vielleicht. Vielleicht habe ich ihn übersehen. Also, oh Gott, dieser Spasti, der kriegt keine Kills ab. Gib mal die ACR. Die ist definitiv besser für diesen Zweck jetzt hier. Schaut euch diese Präzision an, meine Freunde. Nein! Ich sterbe. Ja, ich wusste es. Ich muss... Dumm, Alter. Ich bin so dumm. Wenigstens habe ich jetzt wieder ein 24-5, was ja nicht allzu schlecht ist. So. Ich denke, ein guter Score persönlich für mich, wo ich wirklich zufrieden bin, ist auf jeden Fall unter 5 Toten. Und so 30 Kills oder sowas. Aber das kriege ich irgendwie nicht so ganz hin, weiß nicht. Ich muss immer irgendwie lächerlich sterben. Immer. Das ist bei mir immer der Fall. So, die sind jetzt alle da hinten. Den wollen wir mal einen kleinen Besuch abstatten. Wenn ich wenigstens ein Kill bekommen würde, dann würde ich mir denken, alles klar, meinetwegen sterbe ich dafür. Obwohl, nee, ein Kill ist nicht so viel wert, wie ein Tod zu verhindern, wenn ihr versteht. Also ich bekomme lieber den Kill nicht, als, oh, cool, ich habe euch mal die Kill gemacht. Nice, Alter, dafür Daumen hoch. Vergesst auf keinen Fall, die meine Videos zu bewerten. Das ist voll cool immer, wenn ich sehe, dass ihr die bewertet, ja. Ich glaube, ich lagge ein bisschen. Diese Cam ist zwar eine perverse Qualität, aber es... Ich hab's noch nicht wirklich so... Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich Logitech mal anrufen und mal nachfragen. Gut, das war's für diesen Part. Bewerten und kommentieren. Bitte nicht vergessen, abonniere jetzt meinen Kanal, um unsere Nation beizutreten. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Ciao, ciao! Ohne Scheiß. Ich bin so heiser heute.